am Arm. Warm, lebendig. Ich träume nicht. Ich schreie innerlich so laut, dass ich den Eindruck habe, mein Kehlkopf müsste zerspringen. Jetzt fasst sie nach meinem Hals, drückt zu und dann etwas Kaltes. Es bohrt sich in mein Fleisch. Hilfe, Hilfe, oh Gott, oh mein Gott, so hilft mir doch. Es tut so weh, es tut so weh, es tut so weh. Mademoiselle Andrioli? Sind Sie da? Der Kommissar, schnell, schnell, komm rein. Ich habe mir erlaubt, hereinzukommen, Mademoiselle Andrioli. Die Tür stand offen. Aber was ist denn passiert? Sie bluten ja. Vorsichtig, Sir. Die Bestie muss im Zimmer sein, in irgendeiner Ecke versteckt. Verflucht, warum kann ich nicht sprechen? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich rufe einen Krankenwagen. Alles ist gut. Nein, gar nichts ist gut. Die Bestie wird erst dich und dann mich töten, genauso wie sie es mit den Kindern gemacht hat. Weinen Sie nicht. Es ist ja vorbei. Der Krankenwagen kommt gleich. Wissen Sie, wer Sie überfallen hat? Nein, das ist es ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Haben Sie die Person erkannt? Nein, die Kassette. Er muss sich die Kassette anhören. Trotz der stechenden Schmerzen im Arm hebe ich die Hand und versuche, auf den Radioapparat zu deuten. Vorsicht, überanstrengen Sie sich nicht. Was wollen Sie mir sagen? Der Schrank? Nein? Die Wand? Die Stereoanlage? Nein, da ist nichts. Neben dem Apparat liegt nur eine Kassette. Bestie Mensch von Solar. Das Schwein hat die Kassette an sich genommen, ehe Issa hereingekommen ist. Ich fühle mich schlapp, mir ist kalt vor Enttäuschung. Wieder einmal keine Chance, etwas zu beweisen. Da ist der Krankenwagen. Gleich kümmert man sich um Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Er legt den Arm um meine Schultern. Er riecht nach Rasierwasser. Ja. Warum sollte ich mir auch Sorgen machen? Als ich aufwache, liege ich in einem Bett. Alles ist ruhig. Blumenduft. Eine Sekunde lang kommt mir der grauenvolle Gedanke, ich könnte in einer Leichenhalle aufgebahrt sein. Dann spüre ich Schmerzen im rechten Arm. Nicht den Arm bewegen! Sie sind gerade genäht worden. Am rechten Arm haben Sie eine ganz schön lange Wunde. Am linken sind ein paar Schnitte. Sie haben uns einen mächtigen Schreck eingejagt, Mademoiselle Andrioli. Ich bin es, Florent Cassin. Cassin? Warum er? Wo ist Issa? Ihre Haushälterin ist ohnmächtig geworden, als sie von der Sache gehört hat. Sie kam vom Einkaufen und sah gerade noch den Krankenwagen davonfahren.